Nun ja, ich halte es für überbewertet. Sie, halten Sie die Klappe! Guten Tag, Klasse! Ja, guten Tag. Wo stecken denn die anderen? Die sind weg. Das kann ich auch sehen, aber was ist los mit Ihnen? Weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie eine Grippe. Grippe? Denen fehlt etwas frisches Obst. Also, zuerst die Selbstverteidigung. Wir werden heute dort fortfahren, wo wir letzte Woche abgebrochen haben. Da habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie sich zu verteidigen haben gegen eine Person, welche Sie in aggressiver Weise mit frischem Obst anzugreifen beabsichtigt. Sie haben doch versprochen, dass wir es diese Woche ohne Obst machen. Was wollen Sie damit sagen? Na, frisches Obst machen wir jetzt schon seit 9 Wochen. Was gefällt Ihnen an frischem Obst nicht? Sie wissen wohl alles besser, wie? Können wir nicht mal was anderes versuchen? Wie wär's denn mit einer greift dich mit einem spitzen Stock an? Spitzen Stock? Sowas. Sie wollen also die Selbstverteidigung gegen spitze Stöcke lernen, was? Irgendwie ganz schön nassforsch, wie, oder? Frisches Obst ist Ihnen wohl nicht gut genug, was, oder? Sowas. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, mein Junge! Wenn Sie heute Nacht auf dem Nachhauseweg sind und sich plötzlich ein verrückt gewordener Mörder auf Sie stürzt mit einem Strauch Wacholderbeeren, dann kommt Sie bloß nicht heulend zu mir angekrochen. Wie, oder? So, jetzt kommen wir zur Passionsfrucht. Wenn der Aggressor Sie mit einer Passionsfrucht anzugreifen sucht, dann müssen... Die Passionsfrucht haben wir schon gehabt. Was? Wir haben die Passionsfrucht schon gemacht. Auch Orangen und Äpfel und Grapefruit. Ganz und in Scheiben. Mirabellen und Granatäpfel. Trauben, Passionsfrüchte. Zitronen, Pflaumen. Und Mango in Sirup. Wie steht's denn mit Kirschen? Haben wir schon gemacht. Saure und Knupper? Ja, Sir. Na, schön. Dann Bananen. Wir haben Bananen noch nie gemacht, oder? Nein, Sir. Sehr gut! Nun kommt die Frage auf, wie ich mich gegen einen mit einer Banane bewaffneten Mann verteidige. Hier, fangen Sie! Also, ich würde sagen, es ist ganz simpel, mit einem Bananenfanatiker umzugehen. Zuerst mal muss er gezwungen werden, die Gelbfrucht fallen zu lassen. Dann essen Sie die Banane flugs und somit ist der Mann entwaffnet. Mit anderen Worten gesprochen, er ist hilflos! Was ist, wenn er eine Staude bei sich hat? Schnick, schnack! Was ist, wenn er einen spitzen Stock in der Hand hat? Halten Sie die Klappe! Jetzt Sie, Mr. Aprikose. Harrison. Ah, Entschuldigung, Harrison. Greifen Sie mich mit der Banane an. Nun kommen Sie schon. Also vorwärts, greifen Sie mich so brutal, wie Sie können, mit der Banane an. Los, ich warte. Nein. Mit etwas mehr Wurm, wenn ich bitten darf. Sie Waschlappen. Und halten Sie die Banane so, um Himmels Willen. So ist es besser. Und jetzt schreien Sie. Ah! Furchterregend. Und jetzt stürzen Sie sich wild auf mich. Nun kommen Sie, Mann. Greifen Sie an. Und jetzt... Ess ich die Banane. Verzeihung. Ich erlaube mir festzustellen, dass dieser Film mit fortlaufender Dauer immer blödsinniger wird.